Wisst ihr Leute, ich habe mir was überlegt. Es gibt so viele Fans von verschiedenen Deckthemen und es gibt einen YouTuber, den ihr sicherlich auch kennt, der ein Deck hat, was er sehr gerne spielt, weil er mit dem Deck angefangen hat, wieder Yugi zu spielen. Und das ist der nette Typ hier. So, hallo an alle, die sich hier auf meinem Kanal führt haben, jetzt MeCheckID. Wir machen heute was ganz Besonderes. Ich nutze die Chance, die ich habe, weil ich ja selber Playmatten designe, und mache dem guten JackID eine Playmat. Und zwar eine richtig, richtig coole. Wie ich das gemacht habe, das war jetzt in dem Fall keine Zusammenarbeit von Custom Playmat, aber ich habe die Seite Custom Playmat genutzt, um diese Matte, die ich hier habe, zu erstellen. Wenn ihr selber so eine Matte machen wollt, ich habe mal ein Video gemacht zu Custom Playmat. Ob ich jetzt mal so was machen werde, keine Ahnung. Das Video seht ihr immer da oben. Ich zeige euch immer, wie ihr am besten so ein Custom Playmat bestellen könnt. Und zwar eine richtig coole. Und zwar eine Playmat, die ich extra designt habe, um die zu verschenken. Und das ist eine Thunder Dragon Matte. Und der Grund, warum wir diese Matte verschenken, ist, erstmal, weil JackID ein cooler Typ ist, by the way, unten Link. Und ich wollte einfach, dass er eine coole Playmat hat, was ihm gefällt und was nur er hat. Ich werde euch heute einmal Schritt für Schritt zeigen, was ich da gemacht habe und wie die Matte so geworden ist. Und wir packen die einmal aus. Custom Playmat ist da richtig heftig, denn ich habe die Matten Donnerstag bestellt. Und heute ist Samstag, für alle, die es nicht wissen. Insane, wie schnell die da sind. Wenn die von der Qualität so gut sind wie die anderen alle, bin ich mega begeistert. Ich packe das Ding mal aus. Und während ich das auspacke, zeige ich euch mal ganz kurz, wie die Matte entstanden ist. Ihr seht, ich wollte, dass die Matte so aussieht, als wenn quasi die Thunder Dragons so zwischen den Gebirgen quasi sich da auf die Lauer legen und so ein bisschen quasi cool aussehen, so ein bisschen epische Pose haben. Ich habe die Berge nachher so ein bisschen lila eingefärbt, dass es so ein bisschen vom Farbschema ein bisschen passt. Ich habe versucht, so viele Thunder Dragons wie möglich reinzupacken. Denn JackID hat gesagt gehabt, Colossus, Dark und der Originale gefallen mir am besten. Deswegen wollte ich hier so ein bisschen in den Vordergrund hauen. Die anderen habe ich ein bisschen in den Hintergrund gepackt. Falk habe ich by the way auch drin gehabt, habe den aber nachher wieder rausgenommen, weil das von der Komposition nicht ganz so gut gepasst hatte. Hat es euch gefallen? Und dann gucken wir nochmal, wie cool die geworden ist. Insane! Die ist halt insane geworden. Dann würde ich sagen, den Bad Boy hier schicken wir einmal JackID und wir gucken mal, was er dazu zu sagen hat. Ich bin echt super gespannt. Dieses Etwas machen wir auch. Aber wie es jetzt schlussendlich aussieht, weiß ich nicht. Oh, let's go. Und für mich hat der Boy jetzt exklusiv eine Thunder Dragon Mat entworfen. Insane aus, Leute. Hier mein Baby. Wobei, ist Falke auch drauf. Wo ist Falke? Er hat Falke vergessen. Nein, Aubertin. Vielen, vielen, vielen Dank. Bruder, freut mich, dass dir die Matte gefällt. Ich finde auch, dass sie mega cool geworden ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie dir gefällt. Wenn ihr Design habt, wo ihr denkt, das ist zu dunkel, hält das ein bisschen auf, weil es wird auf jeden Fall beim Druck ein bisschen dunkler werden. Und die Matte ist heftig. Die Matte ist richtig heftig. Ich habe ihm auch erst nicht gesagt, was ich vorhabe. Ich habe einfach nur generell gefragt. Ne? Ich muss ihn aber danach so mit ins Boot holen, damit wir auch ein paar Szenen von ihm sehen können, wie er die Matte nachher öffnet, damit er halt nicht das Pack nachher random aufmacht. Und ich brauche natürlich seine Adresse. Wenn ihr Bock habt auf mehr solchen Content, wenn ihr Bock habt auf Remote-Duelle mit JackID, lasst es mir in den Kommentaren da. Ich werde es mir auf jeden Fall mal durchlesen, was ihr von der Reaktion von JackID gehalten habt. Ich habe mich mega für ihn gefreut und ich glaube, das wird eine ganz coole Sache werden, die wir da in Zukunft geplant haben. Link zu JackIDs Channel ist in der Videobeschreibung. Lasst dem guten jungen Mann ein Abo da. Und natürlich wäre es wieder hier. Like da lassen. Für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Dann war's für das heutige Video. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.